Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Alle sind wieder da. Alle sind bereit für den zweiten Durchgang in diesem Halbfinale im Carabao Cup. Und damit sind sie am Ball. Kimpembe. Das ist Ziyech. Klasse, spielt den Ball mit der Hacke. Rojo. Real hat ja vermeldet, dass man einen Transfer einfädeln konnte. Und das dürfte wirklich sowas wie ein Wunschspieler gewesen sein. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Da ist der Ball weg. Rojo. Gute Aktion. Ganz alleine. Wie macht er den denn rein? Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Es geht weiter. Insgesamt steht es also 6:4. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot. Jetzt gibt's hier noch eine rote Karte. Mein lieber Freund. Die gehen viel zu hart rein. Und dass der Schiedsrichter das nicht durchgehen lässt, das haben wir ja schon gesehen. Ivan Cavaliero. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt ist es gefährlich. Oh, da ist er durch. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Komm her. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit einem Gesamtergebnis von 6:5 gehen wir wieder rein ins Spiel. Das gibt Freistoß für Chelsea. Jetzt ist es vorbei, schlecht verteidigt. Chelsea mit dem Ball gewinnen. Ziyech. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kearney. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse Pass. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ballverlust von Chelsea. Sie kommen jetzt über außen. Brillant gemacht! Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Bei einem Spielstand von insgesamt 6:6 geht es nun also weiter. Ja, der nächste tolle Pass. Chelsea greift nochmal an. Die geben sich hier nicht zufrieden mit dem Remis. Alfie Mawson. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. So langsam wird's gefährlich. Ja, der
Schuss jetzt. Super gemacht vom Torwart. Die kurze Variante. Pass kommt. Rojo. Da hat er die Chance. Sie machen das Tor. Damit sind sie in der Addition beider Spiele vorne. Und selbst wenn jetzt noch ein Tor kommt, werden sie weiter. Gute Ausgangslage. Ich glaube, das könnte es in dieser Schlussphase schon sein. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 4-4. 8 Treffer. Das hat ich werde das Video gehört. Wahrscheinlich schneiden in die erste Halbzeit und zweite Deine Halbzeit. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Alleine. Tor, da ist es. Der Vorsprung in der Addition beider Spiele ist deutlich. Nur bei 3 Gegentoren werden sie raus. Das Ding ist durch, oder? Ja, Schlussphase läuft. Ich sehe es genau. Komm her! Komm, Jungs! Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Hier nochmal dieser Treffer. Das Finale haben sie erreicht. Kompliment. Das waren 2 außerordentlich gute Halbminuten. Sehe ich auch so, Wolf. Tschüss.